So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen heute einen Ausflug in die kognitive Psychologie. Ein Thema, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist für jede Art von Fachdidaktik, egal in welchem Fach, was aber nicht unbedingt zwangsläufig von Ihnen belegt wird in Ihrem Studium. Deshalb machen wir hier ein paar kleine Einführungen, die aber natürlich eben, wie ich sagte, Einführungscharakter haben. Das heißt also, erst einmal einen ersten kleinen Einblick geben. Mehr können wir hier in dieser Lehrveranstaltung nicht leisten. So, ich nehme einfach mal Wikipedia her, weil das sicherlich die barrierefreieste Möglichkeit ist, mal die Themen nochmal nachzulesen. Wir unterscheiden, das ist aber jetzt natürlich nicht nur der Wikipedia-Artikel, der das so unterscheidet, sondern allgemein. Wikipedia spiegelt doch einigermaßen ganz gut nach meinem Verständnis solche Dinge wider, wie wir sie hier diskutieren. Ja, wir gehen diese Punkte alle einzeln durch: das sensorische Gedächtnis, dieses Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Wichtig ist, bevor wir jetzt diese einzelnen Gedächtnisarten wirklich durchgehen, dass sie sich klar machen, das sind natürlich nicht irgendwelche Schubladen im Gehirn, nicht klar voneinander abgegrenzte Bereiche, überhaupt nicht wirklich voneinander abgegrenzt, sondern greifen ineinander. Räumlich kann man die nicht wirklich so vielleicht ungefähr so als Wolke identifizieren oder auch nicht. Sondern dass wir reden hier von Metaphern. Wir tun so, als ob das Gehirn aus verschiedenen Schubladen besteht, müssen uns aber immer wieder bewusst sein, dass das nur Metaphern sind, die eine gewisse, aber eben immer begrenzte Aussagekraft haben. So wie immer, jeder Vergleich hinkt. So, fangen wir an mit dem sensorischen Gedächtnis. Was sind unstrukturierte sensorische Daten, die hier sehr kurz gespeichert werden? Naja, wir haben auf der einen Seite visuelle Daten, also was das Auge ins Gehirn hinein übermittelt. Und da ist es so, dass als so riesengroße Masse an einzelnen Daten, die ins Gehirn hineinkommen, dass da sehr schnell gefiltert wird, dass wir also nur wenige Hundertstel Sekunden tatsächlich die Gesamtmasse an Daten aus dem Auge im Gehirn haben, während auf der Tonspur sozusagen da dauert das ein bisschen länger, da lässt sich das Gehirn mehr Zeit, sind auch sicherlich weniger Daten, die da zu verarbeiten sind. So, wir reden jetzt erstmal von unstrukturiert. Das heißt also, können sich wirklich so vorstellen im Visuellen, die einzelnen lichtempfindlichen Nerven im Auge, was die so alles an Signalen durch eintretendes Licht, ins Auge eintretendes Licht halt bekommen. Und hier eben einzelne Töne, natürlich nicht saubere Töne, einzelne Geräusche, ja, also nicht mal ein Geräusch, sondern wesentlich weniger als ein Geräusch. So, mehr müssen wir hier an dieser Stelle nicht sagen und nicht wissen, denn es geht ja hier nur ums Prinzip. Es geht natürlich nicht um die biologischen Grundlagen, sodass wir also gleich zum nächsten Gedächtnisform kommen. Hier findet schon die Filterung statt. Ja, hier wird dafür gesorgt, dass wir nicht überwältigt werden durch unzählige einzelne Farbeindrücke und unzählige einzelne Töne, sondern dass die nicht nur gefiltert, sondern auch schon mal aufbereitet werden, strukturiert werden. Was heißt das? Naja, was kann das Gehirn leisten? Das Gehirn kann das leisten, was es sozusagen aus seiner bisherigen Historie herbeibringen kann. Und das sind eben die Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis. Das heißt also, hier findet eine erste spontane Einordnung statt von diesen Sinneseindrücken, dass beispielsweise ein Gesicht erkannt wird aufgrund der visuellen Eindrücke, einen Ton erkannt wird, welches Musikinstrument da gerade spielt und vielleicht auch schon die Melodie erkannt wird und so weiter. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund dafür, warum dieses Gedächtnis nicht einfach nur Kurzzeitgedächtnis, sondern allgemein auch Arbeitsgedächtnis heißt. Zum Beispiel auch aus dem visuellen Gesichtserkennung hatte ich eben als Beispiel.
natürlich bei einem länglichen Text eine ganze Seite von Text oder ein ganzes Buch erfassen. Da sind wir natürlich noch nicht beim Arbeitsgedächtnis. Aber so einen Satz erfassen oder so etwas oder eine einzelne Wortgruppe in einem Satz, das ist das, wo das Arbeitsgedächtnis dann die Rolle spielt. Gut, Langzeitgedächtnis, die ersten beiden, das sensorische Gedächtnis und das Arbeitsgedächtnis, die kriegen ja laufend neuen Input und müssen deshalb sozusagen den bisherigen Input immer wieder überschreiben, immer wieder löschen. Das ist beim Langzeitgedächtnis nicht unbedingt so der Fall, zumindest theoretisch ist es nicht so der Fall. Theoretisch könnte alles, was bis ins Langzeitgedächtnis gelangt ist, könnte das alles auch beliebig lange im Gedächtnis bleiben. Manche Dinge, insbesondere solche Dinge, die mit Emotionen verknüpft sind, bleiben auch sehr, sehr lange im Gedächtnis. Andere wiederum, weiß ich nicht, ob die gelöscht werden oder ob sie sozusagen verschüttet werden, dass sie doch irgendwo noch im Langzeitgedächtnis sind, aber nicht mehr so leicht erreichbar sind, sondern nur über bestimmte Auslöser vielleicht erreichbar sind, über bestimmte Trigger, würde man heute vielleicht sagen. So, hier ist es aber durchaus gerade in Informatik auch wichtig, nochmal sich das Langzeitgedächtnis etwas genauer anzusehen. Erst zunächst einmal eine grobe Einteilung in deklarativ und prozedural. Das hat nichts mit der Einteilung deklarativ und prozedural in Informatik zu tun, also im Sinne von deklarativen und prozeduralen Programmiersprachen, ganz und gar nicht, sondern es hat es hat eher damit zu tun mit der Unterscheidung, ob etwas auf sprachlicher Ebene passiert oder denken Sie beispielsweise an Fahrradfahren oder wenn Sie eine gewisse Erfahrung haben mit dem Führen eines Autos, dann sind auch die Abläufe, an die Sie sich hinterher gar nicht mehr erinnern, dass Sie geschaltet haben, dass Sie gebremst, gekuppelt haben und so weiter. Das zählt man unter das Prozedurale. Also explizit und implizit ist vielleicht eine gute Charakterisierung von deklarativ und prozedural im Sinne der kognitiven Psychologie. So, und beim deklarativen Gedächtnis, das interessiert uns natürlich hier in der Schule außerhalb des Sportunterrichts wesentlich mehr, nicht? Wenn wir sind ja immer auf sprachlicher Ebene, durchaus auch in der Informatik. Und hier ist noch eine Unterscheidung wichtig. Episodisches Gedächtnis, also ich sage gerne, das ist das Gedächtnis, das ein guter Zeuge braucht, der also einen Unfall beispielsweise oder ein Verbrechen miterlebt hat und dann Auskunft darüber geben soll, was für ein Auto, was für ein Fabrikat, welche Farbe, wie der Fahrer ausgesehen hat und so weiter und so fort. Während das semantische Gedächtnis, das spielt sicherlich eine besonders hohe Rolle in Informatik, aber beispielsweise auch in Mathematik, also natürlich nicht nur in Informatik, wo es dann darum geht, hier im episodischen Gedächtnis, da ist es doch so, dass alles strukturiert ist nach Zeit und Raum. Wenn man so will, ja. Ein Erlebnis, ein Ereignis ist eine Einheit, die man halt in einem gewissen Zeitrahmen erlebt hat. Während beim semantischen Gedächtnis gibt es einen Schritt weiter, nämlich, dass man diese Inhalte des Arbeitsgedächtnisses beim Übergang ins Langzeitgedächtnis nochmal ganz anders strukturiert, als sie rein zeitlich und räumlich gegeben sind, in eine andere Struktur hinein, für die es natürlich auch Voraussetzungen geben muss. Natürlich, wenn Sie beispielsweise die Vorschleife in Ihr Langzeitgedächtnis hineinbekommen wollen, natürlich auch Voraussetzungen, Weilschleife oder wenn Sie überhaupt mit dem Programmieren anfangen, dass das dann in ein semantisches Netz hineingeknüpft sein muss, mit Erfahrungen aus anderen Kontexten, weil sie eben aus dem Kontext programmieren, wenn sie gerade anfangen, noch keine Erfahrung haben. So, das ist so grundlegend die Situation und das funktioniert, wie Sie ja wissen, alles nicht so perfekt.
bei Lebewesen, auch nicht bei der Spezies, die sich den Namen Homo sapiens, der weise Mensch, gegeben hat. Und das ist natürlich etwas, was besonders wichtig ist für Didaktik. Gedächtnishemmungen, Gedächtnisverzerrungen. Wir gucken uns diese verschiedenen Gedächtnishemmungen, die ich hier einfach nur mal aufgelistet habe, jetzt der Reihe nach an. Wichtig dabei ist, dass diese Hemmungen nicht unbedingt korreliert sind mit geringer Intelligenz, sondern dass das ganz andere Phänomene sind, die nicht unbedingt auf hohe oder niedrige Fähigkeiten zur Lösung von Problemen generell hindeuten. Natürlich, klar, wenn man in Situationen, in denen man eine solche Hemmung hat, ist diese Fähigkeit zum Lösen von Problemen natürlich damit auch gehemmt. Also es ist nicht völlig davon abgetrennt, aber es ist trotzdem sinnvoll, das voneinander gedanklich zu trennen. So, was ist eine retroaktive Hemmung? Sie haben zwei ähnliche Gedächtnisinhalte. Man nimmt gerne als Beispiel Telefonnummern etwa oder Sie können auch beim Programmieren zum Beispiel hernehmen, Beispiele wie ganzzahlige Variable und gebrochenzahlige Variable mit deren Operatoren oder ähnliches. Und retroaktive Hemmung liegt dann vor, wenn Sie, salopp gesagt, wenn der neue Inhalt den alten Inhalt, wenn man so will, überschreibt, beziehungsweise nicht unbedingt überschreibt, sondern den Zugang zum alten Inhalt schwieriger macht, dass Sie schwieriger an den alten Inhalt kommen, als wenn Sie nicht das Neue gelernt hätten. Ja, kann man sich ja vorstellen, dass das typischerweise bei sehr ähnlichen Sachverhalten passiert, wie ich das eben genannt habe, bei verschiedenen Arten von Variablen oder so etwas. Oder denken Sie an zwei verschiedene Programmiersprachen, die sich sehr ähnlich sind, dass dasselbe Konzept in der neuen Programmiersprache sich im Langzeitgedächtnis sozusagen festklammert und den Zugang zum selben Konzept in der alten Programmiersprache schwieriger macht. Proaktiv ist genau das Umgekehrte. Beides kann passieren, dass der alte Inhalt sozusagen so zäh ist, dass er den neuen Inhalt, den Zugang des neuen Inhaltes behindert. So, das hatte ich schon gesagt, brauchen wir nicht nochmal drauf einzugehen. Ähnlichkeitshemmung, der nächste Punkt in der Aufzählung, dass es zu Verwechslungen kommt. Also eben hatten wir gesagt, das eine behindert das andere. Ja? Sie kommen an das andere nicht mehr so leicht ran wegen dem einen. Hier geht es eher um eine andere Art von Gedächtnishemmung, nämlich Verwechslung, ja, Telefonnummern, was aber jetzt erst einmal nicht in einer von den beiden Richtungen geht. Man kann das eine mit dem anderen und das andere mit dem einen verwechseln. Und das auch dauerhaft, ja, das muss man sich klar machen. Beispielsweise Verwechslung von Namen von Personen ist durchaus ein vorkommendes Beispiel. Wenn das erst einmal fest im Gedächtnis drin ist, was nicht so leicht überwunden werden kann. Nächster Punkt in der Aufzählung, assoziative Hemmung. Das ist so ein bisschen ähnlich welche von den beiden ist das? Gucken wir nochmal sicherheitshalber. Ähnlich wie die proaktive Hemmung, dass der spätere Inhalt durch den vorherigen behindert wird, nur dass wir jetzt hier eine Assoziation haben. Ja, dass wir zum Beispiel mit Robotern erstmal eine Assoziation haben, bezüglich beispielsweise Vorschleife, Assoziation mit Münzen ablegen und so weiter. Und dass wir dann später, wenn wir uns von den Robotern lösen, jetzt eine andere Assoziation brauchen, um eine andere Art Assoziation entwickeln müssen für die Vorschleife. Oder denken Sie an sowas wie die Physik. Ja? Sie haben für Begriffe wie Kraft, Leistung, Widerstand und so weiter eine Assoziation schon vor dem Physikunterricht und brauchen jetzt oder müssen jetzt eine andere Assoziation erlernen
für den aus der Physik heraus. Also aus meiner Sicht ist assoziative Hemmung im Prinzip eine proaktive Hemmung, eine spezielle Form der proaktiven Hemmung, wo es um Hemmung von Assoziationen geht. Und das ist jetzt meine persönliche Sicht. Hier zum Beispiel, das ist eine Problematik etwa, wann immer Sie etwas, das müssen Sie klar darüber sein. Es ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, immer erstmal mit Beispielen zu operieren oder mit einfachen Fällen zu operieren, aber damit legen Sie eine Assoziation und dann müssen Sie später eine andere Assoziation, nämlich zu dem allgemeinen Fall, zum abstrakten Fall, aufbauen und da müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie durch das Beispiel oder durch den einfachen Fall, mit dem Sie angefangen haben, erst einmal den Grundstein gelegt haben für eine potenzielle assoziative Hemmung. Da müssen Sie sich halt bewusst sein in dem Moment, wenn Sie dann die Assoziation weiterentwickeln wollen. So, situative Hemmung. Dass die Lerntätigkeit selber, also wir sind jetzt mitten im Lernprozess drin, ja. Im Gegensatz zur proaktiven oder retroaktiven, genau retroaktiven Hemmung, dass der Zugriff auf ältere Inhalte durch das neu Gelernte behindert wird. Hier geht es tatsächlich um die Lerntätigkeit selber, dass man durch die in der Lerntätigkeit Schwierigkeiten hat, ältere Inhalte anzusprechen, was natürlich ein Problem ist. Denn sie lernen heißt ja insbesondere auch einordnen in ältere Kontexte in ihrem Gehirn. Affektive Hemmung, das kennen Sie ja, Panik vor der Klausur und ähnliches, Schreibblockade und so weiter. Brauchen wir jetzt nichts darüber zu sagen, was das genau ist, haben Sie sicherlich genauso wie ich auch schon alles selbst erlebt. So, jetzt hatten wir kognitive Hemmungen, kommen wir zu kognitiven Verzerrungen. Was ist das? Sie merken gar nicht, dass Sie was Falsches lernen im Prinzip, etwas Verfälschtes lernen. Also es ist nicht völlig falsch natürlich, aber es ist leicht oder vielleicht sogar schwer verfälscht. Es sieht so aus, Sie denken, dass Sie das Richtige gelernt haben, haben Sie aber nicht. Problem ist natürlich, und da müssen Sie genau aufpassen als Lehrkraft, es kann sehr leicht passieren, dass Ihre Schülerinnen und Schüler etwas Verfälschtes lernen und da müssen Sie ganz genau aufpassen, dass Sie das entdecken, frühzeitig entdecken, nicht erst in der Klausur, ja, und sich dann wundern, warum können die Leute da alle das nicht, das war doch so gut erklärt, sondern möglichst, wenn man so will, gleich auf dem Fuße, um so schnell wie möglich zu korrigieren, damit sich das nicht festsetzt, ja. Die Klausur ist vielleicht ein bisschen zu spät dafür. Und das Problem ist natürlich, dass Ihre Schülerinnen und Schüler das nicht selber sehen, denn sie denken ja, sie haben es verstanden, haben sie aber nicht. Und wenn die Schülerinnen und Schüler erst durch die Klausur merken, dass sie das nicht verstanden haben, ja, dann kennen sie den Frust, der dabei kommt. Und das Problem ist natürlich auch, dass nach der Klausur, in der dieser Stoff abgefragt wird, kommen natürlich neue curriculare Inhalte. Da bleibt dann wenig Zeit, um diese grundlegenden Verständnisprobleme wieder aufzuarbeiten, sodass die also dann bleiben und sich verfestigen und natürlich für den weiteren Unterricht, für den weiteren Erfolg im Unterricht und dann auch fürs Leben natürlich ein Problem sind. So, ein Beispiel, was immer wieder aufgetreten ist. Wir kriegen immer mal wieder das Feedback nach dem Motto, bevor wir in die FOP gekommen sind, bevor ich in die FOP gekommen bin, dachte ich, ich hätte Java verstanden. Ja, so Dinge wie zum Beispiel Referenzsemantik. Wenn Sie bei mir die FOP gehört haben, wissen Sie, ich reite darauf von der allerersten Stunde an, immer wieder herum Referenzsemantik, erkläre das immer wieder anhand der grafischen Zeichnungen mit den Pfeilen von der Referenz zum Objekt und so weiter und so fort, weil ich einfach oft genug erlebt habe, dass das ein Punkt ist, der muss sehr genau geklärt werden, damit er nicht falsch verstanden wird. Ja, ein sehr gutes Beispiel für solche Verzerrungen und Verfälschungen. Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, dabei aus der kognitiven Psychologie, den Dunning-Kruger-Effekt. Was ist das?
Man hat herausgefunden, um zu verstehen, was die eigenen Grenzen ist, braucht man schon eine gewisse Expertise. Wenn man die nicht hat, wenn man die Expertise nicht hat, um zu verstehen, wo die eigenen Grenzen der Erkenntnis der eigenen Expertise sind, dann ist es auch schwieriger, die eigene Expertise einzuschätzen. Das ist der Hintergrund, das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Daraus ergeben sich, das ist natürlich etwas, was sehr stark solche Hemmungen, Verzerrungen mitbewirkt. Natürlich auch das. Also ich bin immer wieder auch als Dozent der FOP damit konfrontiert, dass Studierende aus der Schule oder sonst woher Vorwissen mitbringen, das übliche Halbwissen, wie sie sich denken können und damit einer gewissen Arroganz, vielleicht nicht mir gegenüber, aber gegenüber den Tutoren und Tutorinnen erstmal auftreten. Und dann erstmal auf die Nase fallen müssen, um diese Arroganz abzulegen. So, das haben wir hier sehr kritisch. Höhere Schulklassen, wo Schülerinnen und Schüler eben schon von woanders her vielleicht Vorwissen haben, oft genug tatsächlich manche Dinge besser wissen als die Lehrkraft und natürlich erst recht besser als die Mitschüler und Mitschülerinnen. Und wie ich das eben gesagt habe, auch im ersten Studienjahr kann das passieren, bringen Vorkenntnisse mit, aber eben Halbwissen, beispielsweise Referenzsemantik. Ein schönes Beispiel ist die Vorstellung, wenn ich ein Parameter für eine Methode, einen Parameter vom Referenztyp habe, was wird denn da kopiert? Dass einfach nur die Adresse kopiert wird, das heißt also, innerhalb des Methodenaufrufs wird auf dasselbe Objekt verwiesen, der formale Parameter verweist auf dasselbe Objekt wie der aktuelle Parameter. Das ist ein typisches Beispiel, wo Schülerinnen und Schüler erst einmal durch Autodidaktik oder durch nicht 100% konsequenten Unterricht in der Schule da eine falsche Vorstellung entwickeln. Ich möchte aber warnen, man zitiert den Dunning-Kruger-Effekt häufig falsch. So weit geht es nicht. Das sagt der Dunning-Kruger-Effekt nicht aus. Das gibt die empirische Lage nicht her, sondern es gibt nur her, dass der Grad an selbst an falscher Selbsteinschätzung bei denjenigen, die wenig Expertise haben, höher ist als bei denjenigen, die viel Expertise haben. Das kann trotzdem noch heißen und heißt es auch durchaus, dass die Selbsteinschätzung von Leuten mit wenig Expertise immer noch niedriger ist als die von Leuten mit höherer Expertise, nur eben die Schere geht weiter auseinander. Ja, gut, aber das kommt natürlich auch vor. Gut, jetzt haben wir viel zu Gedächtnis gesagt und zu kognitiven Verzerrungen, Verfälschungen, Hemmungen. Aufmerksamkeit ist natürlich ein zentrales Thema aus der kognitiven Psychologie in der Fachdidaktik, in ihrer Arbeit in der Schule. Möchte ich auch wieder den Wikipedia-Artikel Aufmerksamkeit zugrunde legen als Anknüpfungspunkt, als Eintrittspunkt. Gut, dort finden Sie in der Version, die ich abgerufen hatte, finden Sie diese Formulierungen. Ich glaube nicht, dass ich dazu jetzt etwas sagen muss. Finde ich eigentlich ganz gut formuliert. Zuweisung von Bewusstseinsressourcen auf Bewusstseinsinhalte. Ich denke, das trifft die Sache eigentlich ganz gut. Gut, wir unterscheiden dabei bei Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Arten von Aufmerksamkeit. Konzentration. Was Konzentration ist, glaube ich, brauche ich Ihnen eigentlich nicht zu sagen. Nicht? Auf das, Sie konzentrieren sich hoffentlich jetzt gerade auf dieses Video, auf diese Aufzeichnung. Gehe ich mal von aus. Was hingegen, was hingegen Vigilanz ist, also Wachsamkeit, nicht, dass Sie halt sozusagen Ihr Augenmerk lenken auf das, was noch nicht eingetreten ist, auf etwas, was Sie zu erwarten haben. Zum Beispiel eben, dass Sie im Straßenverkehr Ihren Blick nach vorne schweifen lassen,
nicht auf etwas Konkretes, worauf Sie sich konzentrieren, sondern einfach, ja, wenn Sie ein bisschen Autofahren geübt sind oder Fahrradfahren geübt sind, dass Sie dann hoffentlich so einen gewissen Blick haben, so einen gewissen vigilanten Blick, mit dem Sie erfassen können, aha, da vorne könnte es gleich ein Problem geben. Das ist noch auf ein einziges Ziel, schnell wechselnde Ziele. Also Sie sehen, dass da durchaus sehr viel Gemeinsamkeiten ist. Denn das Beispiel, was ich eben gesagt habe, Vigilanz, könnte man genauso gut für fluktuierend hernehmen, dass Sie halt Ihren Blick schweifen lassen auf verschiedene Ziele. Das kann natürlich auch bei. Das muss aber nicht vigilant sein, sondern man kann sich auch konzentrieren, fluktuierend. Denken Sie etwa an ein Schachspiel oder ähnliches, wo Sie natürlich auch sich die verschiedenen Figuren, die verschiedenen Spalten und Zeilen, Diagonalen und so weiter schnell wechselnd anschauen. Aber sich eben darauf konzentrieren, auf Momentanes, nicht auf Erwartetes. Ja, Straßenverkehr, klar. Ja, das ist natürlich eine wesentliche Frage für Lehrkräfte. Dazu gibt es auch eine Standardantwort, die Ihnen mit Sicherheit geläufig ist, dass Sie auf eine Atmosphäre achten, in der es keine Ablenkung gibt. Ich hatte ja schon mal gesagt, meine weiterführende Schule war direkt neben einer großen Feuerwehrwache und regelmäßig mehrfach am Tag sind die mit großem Tatütata gleich mehrere Löschzüge ausgerückt, sodass also minutenlang gar nicht dran zu denken war, da jetzt Unterricht weiterzumachen. Das ist natürlich etwas, wo man aufpassen muss, keine Ablenkung, ja, das Smartphone nebenher und so weiter. Das ist die Standardantwort. Das heißt jetzt nicht, dass das meine Antwort ist oder dass es die richtige Antwort ist, aber das ist sicherlich so die Standardantwort. Auch das, Schlaf und Bewegung, wobei es nach meines Wissens nicht zwingend notwendig ist, dass Sie unmittelbar am Tag vor der Klausur extrem gut und lange geschlafen haben, sondern Sie können dann durchaus davon zehren, dass Sie in den anderen Nächten vorher gut geschlafen haben und lange geschlafen haben, sodass Ihnen die kurze, schlechte Nacht direkt vor der Klausur jetzt nicht so viel schadet. Meines Wissens ist das so die Studienlage. Was aber im Umkehrschluss eben auch heißt, dass Sie eben auch nicht nur auf die letzte Nacht achten sollten vor der Klausur, sondern auch auf die Nächte davor und natürlich auch auf die Tage, Alkohol und so weiter. Motivierende, kurzweilige Gestaltung, Spaßfaktor, ja, ist auch Teil der Standardantwort, natürlich. Lässt die Aufmerksamkeit nach, wenn man laufend über- oder unterfordert wird, versteht sich. Auf der anderen Seite wissen Sie ja vielleicht auch, dass Eltern gerne mit anderen Maßnahmen herumexperimentieren, ja, irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und so weiter und so fort oder sogar Medikamente wie Ritalin. Wissen Sie ja alles, dass das häufig in die Richtung gegangen wird, wobei ich Sie darauf aufmerksam machen möchte, dass bei solchen Medikamenten auch hochgradig unerwünschte Langzeitwirkungen auftreten können, zum Beispiel völliger Einbruch der Motivation nach Absetzen des Medikaments. So, ich würde gerne auf den Spaßfaktor nochmal zurückkommen. Also weiß ich nicht. Glauben Sie wirklich, also glauben wir wirklich, dass wir so lange Spaß an einem Thema schaffen können? Bei manchen Themen ist es sicherlich so, dass wir da Spaß machen können. Ja, wenn Sie die ersten Schritte in Programmieren mit einem Roboter machen, dann werden Sie sicherlich 90 Minuten lang Spaßfaktor erzeugen können. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es auch ans Abstrakte geht, wenn es nicht mehr alles so einfach ist, wenn Sie sich von den Robotern lösen, dann wird es schon schwierig sein mit dem Spaßfaktor nicht. Und Sie haben ja nicht nur eine Stunde pro Tag, sondern Sie haben ja mehrere Stunden, wo Sie dann Spaß vermitteln sollen. Und sicherlich, also diese Frage, die ich jetzt hier habe aufpoppen lassen, die glaube ich, brauche ich nicht zu beantworten. Die Antwort ist natürlich nein.
Es gibt bei allen Themen wichtige Aspekte, wo der Spaßfaktor einfach kaum noch mehr möglich ist. Und wenn man sich sehr stark in Richtung Spaßfaktor orientiert, läuft man natürlich Gefahr, diese wichtigen Aspekte dann mehr unter den Tisch fallen zu lassen oder nicht in der notwendigen, im notwendigen Umfang und mit der notwendigen Zumutung dann für die Schülerinnen und Schüler dann auch wirklich zu behandeln. Und dann ist auch die Frage, wenn das also nicht durchgängig Spaßfaktor ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwann mal erschöpft sind dadurch, dass sie da jeden Tag von vorne bis hinten bespaßt werden und dabei auch noch vielleicht was lernen sollen. So, der Spaßfaktor soll also die Konzentration erhöhen, was aber prinzipiell sicherlich erstmal richtig ist, aber auf der anderen Seite, es gehört meines Erachtens zur Schule und soweit das nicht in der Schule gemacht wird, dann auch zum Studium dazu, eine professionelle Haltung bei den Schülerinnen und Schülern und dann später bei den Studierenden zu entwickeln. Das heißt, diese Haltung einzufordern und einzuüben. Und das geht natürlich, steht natürlich im Konflikt zum Spaßfaktor. Ja, das ist genau den Spaßfaktor als wesentliche Motivation überwinden. Irgendwann muss es ja sein. Anderswo, denken Sie an ostasiatische Kulturen, geht das auch. Früher ging das auch bei uns, hart und früh, was natürlich nicht heißen muss, dass wir uns an beispielsweise an ostasiatischen Kulturen oder an preußische Erziehungsanstalten orientieren sollten, aber uns bewusst machen sollten, dass vielleicht die Schülerinnen und Schüler früher und härter mit Lernen ohne Spaßfaktor konfrontiert werden können und vielleicht auch sollten, als wir es heutzutage typischerweise machen. So, damit wir sind immer noch in der kognitiven Psychologie. Ich möchte jetzt sozusagen sinnbildlich einen Professor aus der kognitiven Psychologie zu Worte kommen lassen. Professor Jäkel, das ist ein Professor an der TU Darmstadt im Institut für Psychologie. Und ich beziehe mich hier auf einen Foliensatz, den Sie auch in Moodle finden. Der Professor Jäkel arbeitet sehr stark an diesem Thema, was sehr eng verknüpft ist, natürlich auch mit Fachdidaktik. So, Wissen, wie man lernt. Die Studis wissen, wie man lernt. Ja, gut, das können Sie als Studierende natürlich selber einschätzen, inwieweit sie wissen, wie man lernt, oder wenn sie zurückblicken an ihre Anfangszeit des Studiums oder in die Schulzeit, inwieweit sie da wussten, wie man lernt. Andererseits, Lernen ist verdammt schwer. Ja, braucht man sich darüber unterhalten, ist so. Und ich glaube, es ist nicht nur meine anekdotische Evidenz, sondern ganz allgemein. Sehr viele Studierende wissen nicht, wie man lernt. Ich kann mich zum Beispiel an eine Erzählung erinnern von Leuten, die Aufsicht geführt haben im Lernzentrum Mathematik an der TU Darmstadt, die da immer wieder Leute haben, die mit den Hausübungen in Mathematik nicht klarkommen und denen die Betreuung im Lernzentrum erstmal sagt, schau doch mal ins Skript, schau doch mal da und da findest du doch die Begriffe wieder, die in der Hausübung vorkommen. Schau dir doch mal an, was sind denn das für Begriffe? Und so weiter. Das heißt also, dass das Nicht-Wissen, wie man lernt, dass das teilweise ganz fundamental ist. Sie müssen damit rechnen, dass Sie mit Schülerinnen und Schülern oder auch mit Studierenden zu tun bekommen, die nicht mal von alleine auf die Idee kommen, mal zu gucken, was sie da in den Hausübungen finden. Was ist das eigentlich, sich das nochmal anzueignen? Ja, das ist ein typisches Beispiel, wenn jemand bei einer Klausur nicht bestanden hat. Ich bemühe mich darum, den Studierenden eine Anleitung zu geben, zum Beispiel auch durch Altklausuren, dass solche Fälle nicht mehr passieren. Und ich bilde mir ein, dass das auch weniger passiert, aber früher, als ich diese Wirkmechanismen noch nicht so verstanden habe, bin ich oft konfrontiert worden
durch Studierende mit Aussagen dieser Art. Dass ich Ihnen dann erstmal erklären muss, denn, es bringt gar nichts, beliebig häufig die Folien durchzugehen. Man muss sich die Folien erarbeiten und man muss auch verstehen, was es heißt, sich die Folien zu erarbeiten. Ja, gut, aber das habe ich vorweggenommen. Das brauchen wir dann nicht nochmal sagen. So, gängige Weisheit, beschränkte Aufnahme. Es ist so eine Art Folklore-Wissen, so eine Art Allgemeinbildung, wenn man so will, allgemeines Wissen. Dass das Gehirn einzelne Bits, wenn Sie so wollen, na, Bit ist das falsche Wort, einzelne Informationselemente wie Zahlen oder Buchstaben beispielsweise in dieser Größenordnung gleichzeitig verarbeiten kann. Ja, offensichtlich können wir im Arbeitsgedächtnis nicht mit beliebig vielen Daten jonglieren. Aber das ist übrigens ein Beispiel dafür, warum ich gerne durchaus die Wikipedia verteidige. Nämlich dann das, was ich jetzt hier schreibe, habe ich in der Wikipedia gefunden, während das obere, das, was Sie jetzt hier sehen, das hier, finden Sie in vielen, vielen Fachpublikationen immer noch bis heute in Vorlesungsskripten und so weiter von Experten. Aber Sie sehen, die Wikipedia kann durchaus nicht nur aktueller, sondern dementsprechend auch korrekter sein. Also, dass sie also es ist nicht so, dass Fachliteratur, auch jüngste Fachliteratur, immer besser ist als die Wikipedia. Es kann durchaus auch andersherum sein. Und deshalb sehe ich es als sehr undifferenziert an, immer die Wikipedia so zu verdammen. So, jetzt kommen wir endlich mit unseren Daten ins Langzeitgedächtnis hinein. Die aufmerksame Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Aufmerksam, nicht? Eine gewisse Aufmerksamkeit muss da sein, beziehungsweise man kann es auch andersrum sehen, das, was im Arbeitsgedächtnis drin gerade verarbeitet wird, das definiert, worauf gerade unsere Aufmerksamkeit verlenkt ist. Das sind im Grunde zwei Seiten derselben Medaille, nicht? Hatten wir schon gesagt, hier nochmal wieder aus Sicht von Professor Jäckel, dass die Inhalte gerade verknüpft werden mit Inhalten des Langzeitgedächtnisses, zum Beispiel um ein Gesicht zu erkennen, was aber immer natürlich zu einer Verzerrung des Verständnisses automatisch führt. Ja, eine solche Verknüpfung. Ja, die Assoziation mit Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis, die Sie gerade spontan dann haben, um die aktuellen Inhalte des Arbeitsgedächtnisses zu verarbeiten, die müssen nicht unbedingt die ganz unverfälschenden sein. Was eben hier auch nochmal hinzukommt, was wir ja schon gesagt haben, ist, vieles im Langzeitgedächtnis kann falsch sein, ist aber trotzdem weiterhin Inhalt des Langzeitgedächtnisses und wirkt natürlich dementsprechend, auch wenn es falsch ist, wenn es verzerrt ist, mit bei der Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Interessanterweise ist es so, wenn Sie selbst sinnlose Daten, ja, Sie kennen das, irgendwelche Zahlenkolonnen oder so etwas, nicht? Oder irgendwelche sinnlosen, eine Aneinanderreihung von sinnlosen Silben oder so etwas. Aber interessanterweise ist es auch so, dass wenn Sie einmal versucht haben, bestimmte sinnlose Daten zu lernen, und das dann selber mal denselben Daten nochmals später versuchen, dass das dann einfacher geht, als wenn Sie nicht vorher diese sinnlosen Daten schon zum ersten Mal gelernt hätten. Das heißt also, selbst bei sinnlosen Daten, natürlich erst recht bei sinnvollen Informationen, hat es einen positiven Effekt, wenn Sie wiederholen. Das ist ganz wichtig, das ist genau das Stichwort Bulimie lernen, nicht? Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Es hat einen Effekt, wenn Sie wiederholen, wenn Sie Wiederholungen einbauen, wenn Sie nicht immer nur vorangehen, nächste Einheit, sondern wenn Sie immer wieder versuchen, das Gelernte nochmal zu wiederholen. Ja? Wenn jetzt irgendwo in der Vorschleife vor int i gleich 0, wenn Sie das da reinschreiben, dass Sie dann nochmal fragen, was war das denn nochmal? Was heißt denn int i gleich 0 a? Int, primitiver, ganzzahliger Datentyp. I ist der Name einer Variablen dadurch. Gleich 0, die Initialisierung dieser Variablen und so weiter. Ja, dass Sie immer wieder Brücken bauen. Immer wieder, immer wieder.
Brücken bauen zu dem schon Gelernten. Interessanterweise ist, dass Wiederholen, das unverbindliche Wiederholen weniger wirksam als das verbindliche Wiederholen für einen Test. So, was ist die Verstehensillusion? Hier versuche ich einen Begriff aufzuarbeiten, den der Herr Professor Jeckel da verwendet. Einen eher informellen Begriff, kein Fachbegriff. Aber ich muss da natürlich meine eigene Interpretation hernehmen, denn so genau, also wir reden hier über einen Bereich, in dem solche Begriffe niemals so ganz scharf sind, immer interpretierbar sein müssen oder nicht so einfach scharf definiert werden können. Ja, was ist Verstehen? Einordnung ins Hintergrundwissen. Letztendlich ist das Verstehen, nicht, dass Sie neue Inhalte verknüpfen mit Ihrem Weltverständnis, mit Ihrem Weltwissen. Hat aber zur Konsequenz, dass Sie, wenn Sie etwas neu einführen, nichts anderes machen wir etwa beim FOPBOT, dass wir versuchen müssen, wir müssen ja immer versuchen, eine Brücke zu bauen in die Weltsicht, in das Hintergrundwissen der Schülerinnen und Schüler. Und dieser Rückgriff auf Roboter, die rumlaufen und Münzen ablegen, ist ja nichts anderes als dieser Rückgriff auf die Weltsicht, das Weltwissen der Schülerinnen und Schüler oder der Studierenden, wie es eben tatsächlich, da glaube ich, können wir heutzutage davon ausgehen, dass alle Schülerinnen und Schüler eine gewisse Vorstellung davon haben, was das bedeutet, dass Roboter da in so einem schachbrettartigen Feld rumlaufen und irgendwelche Aktivitäten machen. Leider, nochmal, hatten wir schon mehrfach gesagt, dieses Hintergrundwissen kann natürlich auch erstens selber falsch sein und zweitens, auch selbst wenn es richtig ist, zu falschen Verknüpfungen führen. Und hier, das ist im Grunde, scheint mir das, ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass wir Redundanz drin haben in diesen Lehrinhalten, weil es mir nicht gelungen ist, alles, was ich an Stoff hatte, homogen zu einem großen Theorie aufzubauen, sondern ich orientiere mich weiterhin an den einzelnen Autoren, sodass Sachen, die verschiedene Autoren bringen, dann mehrfach vorkommen und ich bemühe mich darum, dann immer die Querbezüge aufzuzeigen. Im Grunde ist das meines Erachtens das Problem, das hier in diesem Beispiel, in dieser Folie, aus diesem Foliensatz von Professor Jeckel angesprochen wird, das Problem der assoziativen Hemmung. Ja, wir haben gewisse Vorstellungen darüber, was zum Beispiel die ganzen Begrifflichkeiten aus der Physik mit der schiefen Ebene hier als Beispiel und so weiter besagen. Und wir müssen jetzt eine neue Assoziation schaffen, in der diese ganzen Begriffe umdefiniert werden. Ja, Kraft ist ja was anderes in der Physik als in der Alltagsvorstellung oder Leistung und Ähnliches. Und dass es da Zusammenhänge gibt, ja. Kraft mal Weg gleich Arbeit und so weiter und so fort. Ja, ein ganz neuer Sinnzusammenhang, der eben auch in sich strukturiert ist und der hier bezeichnet wird mit konzeptuellem Wandel. Das ist etwas, was man leisten muss als Lehrkraft und wo die assoziative Hemmung eben entsprechend das ein wesentliches, sicherlich nicht das einzige. Ja, Mangel an Abstraktionsvermögen ist sicherlich auch eine weitere Hemmung, aber diese assoziative Hemmung ist eine wesentliche Hemmung dabei. So, also, was muss den Lernenden präzise werden? Die Definition der einzelnen Begriffe und damit jetzt die klare Definition. Kraft im Sinne der Physik nicht nur so als unpräzise Vorstellung aus dem Hintergrundwissen, aus dem Weltwissen, das Zusammenspiel untereinander eben. Wie ich es eben gesagt habe, wie hängen Kraft und Arbeit und Leistung und so weiter zusammen? Bezug zu den Einführungen wie auch zu neuen, unbekannten Beispielen. Ja, also
dass sie zum Beispiel mit der schiefen Ebene einführende Beispiele haben in Richtung Verständnis von Kraft, Arbeit und so weiter, den Bezug dazu, aber dann auch weiter, nachdem diese Begrifflichkeiten so erst einmal entwickelt worden sind, dann auch weitere bis dahin unbekannte Beispiele und den Bezug dann auch dazu. Wir sollten immer daran denken, dass wir die intuitive und die reflektierende, die verbale Ebene haben und dass wir beides immer dabei haben sollten. Ja, sie haben alle ein intuitives Verständnis von der Vorschleife, aber sie müssen hin und wieder auch mal auf die verbale Ebene kommen, um zum Beispiel zu klären, warum ist diese Vorschleife, die ich jetzt hingeschrieben habe, warum ist die korrekt oder warum funktioniert sie nicht korrekt, warum liefert sie nicht die korrekten Ergebnisse? Mal genau durchgehen mit Invariante und Variante. Ja, Invariante und Varianten, wie wir sie hier schon hatten, im Kapitel 3 sind nichts anderes als verbale, reflektierende Ebene. Also der Übergang von intuitiver auf verbale, reflektierende Ebene. Andere Beispiele etwa hier auch. Das heißt eben, Sie sollten ja alle in der Lage sein, in ihrer Muttersprache und in den Fremdsprachen, die Sie gelernt haben, die Grammatik weitgehend korrekt anzuwenden, aber eben auch über Grammatik zu reflektieren, dass Sie eben sagen können, okay, das ist eine Adver diese Wortgruppe ist eine adverbiale Bestimmung, die sich so und so zusammensetzt mit Präpositionen und so weiter und so fort. Ja, ich bin häufiger konfrontiert als Lehrkraft auch im ersten Studienjahr mit Vorstellungen von wegen, wozu müssen wir diese ganzen Begrifflichkeiten können und wieso gibt es Punktabzug, wenn wir jetzt hier Objekt und Klasse nicht korrekt voneinander trennen? Ist doch egal, ich will programmieren oder es geht doch ums Programmieren. Und da gebe ich dann gerne als Antwort diesen Satz. Ich denke, es sollte eigentlich klar sein, dass für Informatik dieser Satz genauso gilt wie für Medizin oder den juristischen Bereich. Ja, warum sollte das bei uns anders sein? Ja, wir haben eine sehr stark verbale, reflektierende Profession mit Informatik. Ja. Und Informatik ist nicht vergleichbar mit Radfahren, sondern Informatik ist eher. Können wir vielleicht wieder Schachspielen hernehmen als gutes Beispiel? Natürlich, ein guter Schachspieler hat sehr viel Intuition, muss nicht erst alle möglichen Züge durchgehen, sondern kann sich auf die intuitiv naheliegenden Züge konzentrieren, aber muss sich auch Gedanken darüber machen. Ich habe jetzt gute Perspektiven, einen Angriff auf dem Damenflügel zu starten. Dafür sollte ich gucken, dass ich da, und über das, oder über den Damenflügel das Zentrum zu kontrollieren. Dafür sollte ich die beiden Läufer nebeneinander auf zwei wichtige Diagonalen packen, damit die zusammen das Zentrum gut kontrollieren und ich sollte auf die andere Seite rochieren und so weiter und so fort. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Auch Schach beispielsweise ist etwas, wo man sehr viel verbal reflektierend denken muss. So, Lernen aus Beispielen. Ich möchte ganz generell auch hier über Professor Jäckel hinaus ein bisschen was sagen zum Thema Lernen aus Beispielen. Viele für den eigentlichen Lerninhalt unwesentliche Details. Ja, das Problem haben wir auch beispielsweise bei FOPBOT. Ja, wir sehen immer wieder, dass die Studierenden Probleme haben dann beim Übergang. Was gehört zu FOPBOT? Es gehört zu allgemeinem Java. Und es sind viele unwesentliche Details mit Münzen und Move und so weiter gelernt werden, die eigentlich mit Java nichts zu tun haben. Ja. Hier geht es bei FOPBOT, weil das Allermeiste, was die Studierenden lernen, vom allerersten Moment an mit FOPBOT, ist richtiges Java, nur eben in der Anwendung auf Roboter. Aber sie verstehen die Problematik,
dass da viele Sachen gelernt werden müssen, erstmal aus so einem Beispiel heraus. Oder denken Sie eben beispielsweise auch in der Physik, dass Sie erst einmal so, oder weiß ich nicht, ja, oder denken Sie Excel lernen mit Hilfe eines solchen Bibliotheksbeispiels? Da müssen Sie eine ganze Menge lernen, oder was heißt lernen, aber eine ganze Menge berücksichtigen darüber, wie so eine Bibliotheksverwaltung funktioniert. Und häufig ist es eben so, dass es schwierig ist für die Lernenden, das auseinanderzuhalten. Was gehört nur zum Beispiel, was gehört zum eigentlichen Lernen halt? Foppert hatten wir schon. Dann kommt noch hinzu, dass die Beispiele oft eine ganz andere Struktur haben als die zu lernenden Konzepte. Beispielsweise, wenn Sie ein großes Fallbeispiel machen, mit dem Sie motivieren, warum Sie jetzt differenzieren wollen, warum Sie Funktionen differenzieren wollen aus der Physik beispielsweise. Sie verwenden Physik, um in der Mathematik das Differenzieren anhand von einer großartigen, motivierenden Sache ja, einzuführen, zu motivieren und dann einzuführen. Dann hat dieses Beispiel aus der Physik natürlich eine ganz andere Struktur als das Thema Differenzieren von Funktionen allgemein. Ja, dann, es kommt nur bestimmte Sachen erstmal vor, vielleicht eine bestimmte Form, eine bestimmte Regel zum Differenzieren, nur Polynome oder so etwas, aber dafür vieles, was mit Differenzieren überhaupt nichts oder mit Funktionen sogar überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt also, Sie laufen immer Gefahr, dass Sie, wenn Sie aus Beispielen, aus Fallbeispielen, auf Beispielen basieren, dass vieles erstmal falsch gelernt hat. Und das will ich nur kurz nebenbei sagen, das geht natürlich dem maschinellen Lerner genauso. Ja, wenn maschineller Lerner lernt ja aus Trainingsdaten, was ja nichts anderes heißt als viele, viele Beispiele. Und wenn die eine andere Struktur haben, wenn die eine andere Auswahl sind als das, worauf dann der maschinelle Lerner später angewendet werden soll, dann kommen eben falsche Ergebnisse dabei raus. So, ja, natürlich, Beispiele sollen gerade nah am Hintergrundwissen sein. Und weil sie nah am Hintergrundwissen sind, werden sie auch einfacher, leichter gelernt als das, was dann eigentlich gelernt werden soll. Das ist dann sicherlich ein Problem, mit dem Sie klarkommen müssen, dass das, was in den Beispielen eigentlich das ist, was nicht gar nicht wirklich, was irgendwie irreführend ist. Ja, jedes Beispiel ist irgendwo irreführend. Es sei denn, es ist ein ganz primitives Beispiel, einfach nur ein Zahlenbeispiel oder so etwas. Aber wenn Sie ein richtiges Fallbeispiel hernehmen für irgendwas, dann ist es natürlich ab einem gewissen Grad irreführend. Fallkonzepte, die mit dem eigentlich zu lernen Konzept in Konflikt stehen, aber die Konzepte, die nah am Hintergrundwissen dran sind und dementsprechend auch leichter gelernt werden. Ja, und da sind wir genau wieder bei so Dingen wie proaktiver Hemmung oder assoziativer Hemmung, einen Schritt weiter, wenn es um Assoziationen geht. So. Wir müssen es, das hatte ich auch schon mal gesagt, als es um Probleme von Programmieranfängern ging, dass Lernende natürlich nicht nur beim Programmieren, sondern auch in anderen Themen in der Froschperspektive starten, aber dann eine Vogelperspektive oder man kann auch sagen Adlerperspektive erreichen müssen. Ja? Dass sie eben nicht mehr, wenn sie Schach spielen, die einzelnen Figuren anschauen und gucken, wo kann diese Figur jetzt dran gehen, sondern sie schauen aufs Brett und stellen fest, aha, da ist eine Diagonale, die kann ich mit meinem Läufer gut besetzen. Dann wird die Diagonale von diesem Läufer gut besetzt. Oder eben im Programmieren, dass sie nicht mehr einzeln gucken, was besagt dieses Code-Stück. Da ist eine Vorschleife mit einer Variablen i, die bis n geht und so weiter, sondern dass sie sagen können, aha, dieser Blockcode, diese Vorschleife mit dieser Initialisierung vorneweg berechnet das Maximum in einem Array. Schach, nicht unbedingt auf verbaler Ebene, aber das hatte ich ja eben schon mal durchgeguckt am Beispiel Schach, verbalisierte Konzepte, dass man sich eben überlegt, ich sollte jetzt, ich habe gute Chancen, vom Damenflügel her das Zentrum
zu kontrollieren und dann später anzugreifen, wenn ich jetzt die beiden Läufer auf den Damenflügel hin entwickle und so weiter. In Mathe und Physik, das ist die Domäne, in der der Professor Jeckel besonders arbeitet, da kann ich dann auf diese Folien verweisen. Informatik, ja, wie bei Schach. Fokus springt zwischen einzelnen Details eines Kunststücks hin und her, ja, von der Vorschleife, vom Kopf der Vorschleife auf die einzelnen Anweisungen, Anfang der Anweisung, auf linke Seite der Zuweisung, rechte Seite der Zuweisung und so weiter. Und die Adlerperspektive auf intuitiver Ebene, die Softwarekomponente als Ganzes erfassen, verstehen und sagen, aha, diese Vorschleife, diese Softwarekomponente, Vorschleife plus Initialisierung, ja, das ist schon mal ein Schritt zur Adlerperspektive, dass Sie die Initialisierung zur Vorschleife dazu denken, dass Sie sagen, aha, das gehört, dass die Anweisung davor initialisieren das, was in der Vorschleife passieren soll. Zähle ich alles als eine Komponente, da sind Sie dann schon von der Froschperspektive ein gutes Stück auf die Adlerperspektive gekommen und können dann umgekehrt dann gucken, die einzelnen Details, naja, das ist die Zähl I ist die Zählvariable, die von 0 bis n geht, die also die Elemente des Arrays durchläuft oder so etwas. Und auf intuitiver Ebene natürlich auch den selber Code schreiben können, gut strukturiert. Das hatten wir bei Problemen von Programmieranfängern. Kein Spaghetti-Code, sondern gut strukturiert schreiben können. Ja, das ist sicherlich etwas, wo man sagen würde, wer keinen gut strukturierten Code schreibt, dem würde man nicht zugestehen, dass er schon auf der Adlersperspektive angekommen ist. Auf verbaler Ebene, Adlerperspektive, natürlich, was die Programmiersprachen angeht, konzeptuelles Verständnis, also beispielsweise, dass Sie mit der Standarddefinition einer Programmiersprache mit klarkommen. Wenn es dann tatsächlich ans Programmieren geht, natürlich nicht nur die Konzepte der Programmiersprache, sondern die allgemeinen Konzepte des Software Engineering, zum Beispiel bei Algorithmen, ein bisschen mehr zu Algorithmen noch. Da sind wir letztendlich wieder bei den Invarianten und Varianten. Ja, jeder Algorithmus ist letztendlich eine Aufeinanderfolge von oder eine Ineinanderschachtelung oder beides von Schleifen bzw. Rekursion. Muss man nicht unterscheiden. Man kann natürlich jede Schleife in eine Rekursion umwandeln und jede Rekursion in eine Schleife umwandeln. Wir könnten uns auf eins von beiden beschränken. Nehmen wir einfach mal beides immer mit. Und ein Algorithmus, nehme ich jetzt mal nur Schleifen, wenn ein Algorithmus eine Aneinanderreihung von Schleifen ist, dann sind das eben Teilalgorithmen, dieser Algorithmus. Und wenn eine Schleife in der anderen Schleife drin ist, dann ist das eben ein Unteralgorithmus, der vom Oberalgorithmus in jedem seiner Schleifendurchläufer aufgerufen wird. Das heißt also, Sie können eigentlich den Algorithmus, einen Algorithmus als eine Schleife oder wenn Sie wollen, als eine Rekursion auffassen, können Sie als Synonym fast auffassen. Eine bestimmte Schleife ist ein bestimmter Algorithmus. Wird sehr häufig nicht wirklich reflektiert, was dann immer wieder zu Fehlern kommt, dass fälschlicherweise Korrektheit der Schleife oder der Rekursion festgestellt wird. Ich muss leider sagen, ich bin da auch sehr unzufrieden mit der Literatur, die ich kenne, falls Sie Lehrbücher oder Skripte kennen, die intensiv mit solchen Dingen wie Invariante und Variante umgehen. Dann, die das wirklich sehr systematisch und sauber einführen und bei allen Algorithmen und Datenstrukturen, bei den Methoden, bei den Zugriffsmethoden der Datenstrukturen, die ja auch Algorithmen sind, wenn die das überall so machen, dann geben Sie mir bitte Bescheid. Ich habe mich da bemüht, erstmal in der FOP und dann auch bei den Kurzvideos Algorithmen und Datenstrukturen intensiv mit Invariante und Variante rumzuhantieren. Es ist egal, wie man über Korrektheit von Algorithmen nachdenkt, ja. Wenn Sie zielführend nachdenken über Algorithmen, über deren Korrektheit und deren Termination auch, also dass irgendwann mal die Abbruchbedingung erreicht wird, letztendlich sind dahinter immer Invariante und Variante. Und entweder man macht das explizit, verbal, reflektierend, dass man sich überlegt, was ist denn die Invariante, was ist denn die Variante? Oder man macht es intuitiv und intuitives Vorgehen ist sicherlich
mehr mit Problemen behaftet, also mehr fehleranfällig als reflektierendes Vorgehen. Oh, noch ein Wort zum Thema Bulimie lernen. Ist natürlich bei bestimmten Prüfungsmodi aus Sicht der Schülerinnen und Schüler bzw. der Studierenden rational. Bei bestimmten Prüfungsmodi soll man den Prüfungsmodus ändern. Ich möchte vielleicht etwas, was Sie nicht wissen, als ich studiert habe in den 80ern, sah das noch ein bisschen anders aus. Wöchentliche Übungsaufgaben, ja, das haben Sie in der Informatik immer noch, aber in vielen anderen Fachrichtungen an der TU Darmstadt haben Sie keine wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Übungsaufgaben mehr während des Semesters. Und interessanterweise war das, gab es dann eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit, die aber nur für die Studienleistung, für die unbenotete Studienleistung da war und dann nochmal eine mündliche Prüfung, die frühestens am Ende also die Prüfungszeiträume waren immer am Ende der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt also, Sie können sich ausrechnen, dass da so ein Mindestabstand immer gewesen ist. Und typischerweise war das dann auch zusammengefasst. Eine mündliche Prüfung zum Beispiel, also wöchentliche Übungsaufgaben und Klausuren in der Vorlesungszeit für Analysis 1 separat, für Analysis 2 separat, für Analysis 3 separat und dann eine mündliche Prüfung über Analysis 1 bis 3. Ja, was ist der Punkt dabei? Wir hatten ja schon gesagt, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Man musste sich mehrfach, durchaus von verschiedenen Seiten, ja, Übung, schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung mit demselben Thema befassen, ist für beide Beteiligte ein erhöhter Aufwand. Aber ja, also aus meiner Sicht hat es sich durchaus gelohnt, wird aber sicherlich nicht machbar sein, egal ob man das gut findet oder nicht gut findet. Selbst wenn alles gut findet, wird man das sicherlich nicht wieder zu diesem Punkt zurückkommen können, auch wegen des Aufwandes natürlich, insbesondere. Gut, damit sind wir mit diesem Kapitel durch und ich möchte dann nochmal also mit diesem Abschnitt im Kapitel auf einen anderen Abschnitt zu sprechen kommen, Fehlvorstellungen. Gut, was das sind, haben wir jetzt schon aus verschiedenen Sichten durchdiskutiert. Jetzt geht es um die Frage, wie kann man solche falschen Vorstellungen vermeiden, beziehungsweise wenn man sie nicht vermeiden konnte, beziehungsweise es gibt ja Fehlvorstellungen, die die Schülerinnen und Schüler schon mitbringen, die sie dann eben entsprechend korrigieren müssen. Wie die Prozesse umgestalten, sodass also keine neuen Fehlvorstellungen hineinkommen und auch keine alten sich verfestigen. Ja, das ist der Punkt, da müssen Sie wissen, was sind denn die Fehlvorstellungen, ja? Zum Beispiel Referenzsemantik, ja? Zum Beispiel durch diese Lehrveranstaltung und auch durch eigene Erfahrung und so weiter, wissen Sie, da gibt es bestimmte Fehlvorstellungen bei Referenzsemantik. Die Fehlvorstellung beispielsweise, dass bei einem Parameter vom Referenztyp nicht nur einfach, dass das Objekt kopiert wird und nicht nur einfach die Adresse des Objektes kopiert wird und solche Sachen. Ja, dass man die explizit thematisiert, dass man die angeht. Also das ist sicherlich der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Setzt aber voraus, dass man sie kennt. Vieles davon haben Sie dann in Kapitel 03 schon gesehen, was das Programmieren angeht. Ansonsten verweise Sie auch auf die Fachdidaktik 2 und 3, beziehungsweise dann auch auf das Sammeln Ihrer eigenen Erfahrungen. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Er schlägt vor, dass man vorwissenschaftliche Vorstellungen völlig ignoriert. Also wenn Sie einführen in der Physik, in der Astronomie, dass die Erde um die Sonne kreist, und dass die Erde eine Kugel ist, dass Sie völlig ignorieren vorwissenschaftliche Vorstellungen, dass die Erde flach ist und dass die Sonne um die Erde kreist. Ja, also kann man so angehen, sollte man als ein mögliches Rezept in der Hinterhand haben, ist aber die Frage, ob das immer
so durchhaltbar ist. Fachsprache, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man von vornherein immer selber die korrekte Fachsprache verwendet. Und auch wenn es die Schülerinnen und Schülerinnen nervt, immer auch von den Schülern und Schülerinnen korrekte Fachsprache einzufordern und immer wieder zu korrigieren. Ist ein bisschen problematisch, weil die Fachsprache immer wieder aus dem Alltag auch entlehnt ist, nicht? Eine Schleife gibt es nicht nur im Programmieren, sondern die gibt es auch im Alltag. Eine Schleife binden bei Schuhen oder so etwas. Unklare Trennungen, dass sich Konzepte im Kopf vermischen. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel im Programmieren ist die berühmte If-Schleife, die natürlich völlig falsch ist. Es gibt keine If-Schleife, es gibt Schleifen wie die While-Schleife und die Do-While-Schleife und die For-Schleife. Und es gibt eine If-Verzweigung oder eine If-Anweisung, wenn man es allgemeiner formulieren will. Es gibt aber keine If-Schleife. Ein schönes Beispiel dafür, dass die Konzepte nicht sauber getrennt sind. Klare Zäsuren setzen, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass man sagt, okay, man hat einen gewissen Block, in dem die If-Verzweigung vorkommt. Und sehr häufig wird man dann im nächsten Block von Unterrichtseinheiten dann etwa die While-Schleife thematisieren, dass man da eine ganz klare Zäsur macht, dass man ganz klar sagt, so, liebe Leute, jetzt kommt etwas völlig, völlig, völlig anderes, das dann vielleicht auch gegenüberstellt. Ja, für die If-Verzweigung, wenn die vor der While-Schleife kommt oder allgemein, das muss ja nicht nur für dieses Beispiel sein, dass man etwas, was sich auch immer wieder zeigt, was wir schon thematisiert hatten beim Thema Unterrichtsentwürfe im Kapitel 1, dass diese Sicherungs- und Festigungsphase häufig von Lehrkräften, vor allem von angehenden Lehrkräften, unterschätzt wird. Wie wichtig sie ist und wie viel Zeitaufwand sie erfordert. Ja? Also, dass man eine richtige, gerade bei ähnlichen, sich leicht vermischenden Konzepten, aber eigentlich auch allgemein, gilt es ja auch allgemein, dass sie immer eine richtig umfangreiche, zeitlich umfangreiche, intensive Sicherungs- und Festigungsphase nach jeder Einführung eines Konzeptes einbauen. Oh, zum Beispiel Fehlvorstellungen bei objektorientierter Programmierung. Objekte sind so eine Art Variable. Ja, das ist nicht wirklich eine hundertprozentige Fehlvorstellung, aber es ist, man kann sich vorstellen, dass hinter so einer Aussage von einem Schüler oder einer Schülerin doch eine Fehlvorstellung irgendwo vorhanden ist. Klasse und Objekt, genau dasselbe. Er gibt den Tipp, von Anfang an mehrere Objekte einer Klasse einzurichten und tatsächlich mache ich das bei Verbot auch. Sogar noch einen Schritt weiter, relativ früh mehrere Verweise auf dasselbe Objekt beziehungsweise ein Verweis auf mehrere Objekte nacheinander, zuerst auf das eine Objekt, dann auf das andere Objekt und so weiter, sodass solche Unterschiede ganz deutlich klar werden. Überbetonung von Datenaspekten über dem Verhalten von Objekten, von Anfang an Zustandsänderungen von Objekten durch Methodenaufrufe, das machen wir ja auch in der FOP. Also lange bevor ich das Buch von Herrn Humbert kennengelernt habe, haben wir das ganz, macht man das ganz automatisch, wenn man so einen Roboteransatz wie bei FOPBOT wählt zur Einführung, dass man Zustandsänderungen von Objekten durch Methodenaufrufe hat. Ja, also es sieht so aus, dass man solche Dinge, wie wir das im FOPBOT machen, und das ist ja jetzt nicht wirklich unsere geniale Idee, sondern das ist eine sehr weit verbreitete Idee mit verschiedenen solchen Roboter-Tools, sieht so aus, dass das eine Sache ist, an der man sich orientieren kann. So, ich hatte ja so ein bisschen gesagt, dass wir ein kleines bisschen Sammelsurium haben hier im Kapitel 4, alles, was nicht notwendig ist für die Unterrichtsentwürfe und den Unterrichtsversuch, kommen wir jetzt also nochmal zu einem etwas anders gelagerten Thema. Auswahl der bildungstheoretische Ansätze. Da gehen wir auch ein bisschen wieder über die Informatik hinaus. Wie Sie hier sehen, das Wort Informatik kommt gar nicht vor. Es geht ganz allgemein um bildungstheoretische Ansätze und beim bildungstheoretische Ansatz, also um den Fokus.
Von wo aus entwickelt man den Unterricht und die Zielsetzung des Unterrichts? Und ein Ansatz ist, nimmt in den Fokus die Auswahl der Unterrichtsgegenstände, welche exemplarische Bedeutung sie haben. Ich sollte dazu sagen, wir werden jetzt mehrere bildungstheoretische Ansätze sehen. Und ich denke, es versteht sich von selbst, dass man keinen dieser Ansätze in Reinkultur fahren sollte, sondern dass man sich von allen diesen Ansätzen, aus allen diesen Ansätzen eine sinnvolle Mischung machen sollte. Wie bedeutend ist er für die Gegenwart? Gut, das ist halt beim Programmieren, ja, stellt sich die Frage eher weniger. Welche Bedeutung für die Zukunft lässt sich vermuten? Auch diese Frage stellt sich jetzt beim Programmieren, bei Informatik, bei bestimmten Themen der Informatik, die in die Richtung Informatik und Gesellschaft gehen, stellt sich diese Frage sicherlich mehr als bei anderen Themen. Wie ist die Struktur des Inhalts? Das ist sicherlich eine Frage, die Informatik eine sehr große Rolle spielt. Wie steht es mit der unterrichtlichen Zugänglichkeit? Ja, gerade bei solchen abstrakten Dingen, wie wir sie in der Informatik haben, ist es mit der unterrichtlichen Zugänglichkeit natürlich so eine Sache. Und da sind wir genau bei der didaktischen Analyse, die auch sehr, sehr häufig von Lehrkräften, gerade von angehenden Lehrkräften bei Unterrichtsentwürfen, ein bisschen zu wenig betrachtet wird. Ja. So, und diese Punkte, gut, die unterrichtliche Zugänglichkeit passt hier vielleicht nicht mehr, aber die anderen Sachen haben natürlich wieder sehr viel zu tun mit dem Thema Allgemeinbildung, was wir schon hatten. Also wir haben auch hier wieder eine gewisse Doppelung mit Inhalten aus dem Kapitel 1, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, lässt sich aus meiner Sicht nicht ganz vermeiden, ist vielleicht aber auch nicht notwendig. Also wir sind hier auch wieder beim Thema Allgemeinbildung als Kapitel 1. Eine allgemeine Kenntnis bzw. Einsicht erwerben können. Ja, natürlich wenn Sie die Vorschleife lehren, dann steht natürlich die Vorschleife, die Fähigkeit, um Vorschleifen hinzuschreiben und Vorschleifen zu verstehen im Vordergrund. Aber natürlich lassen sich auch allgemeinere Kenntnisse bzw. Ansichten daraus erwerben. Das Konzept durch irgendwas durchzugehen, was sich mit Indizes beispielsweise ansprechen lässt, wie Arrays oder solche Dinge. Ein über sich selbst hinausweisendes Merkmal aufweist. Ja, gut, bei vielen Inhalten der Informatik ist das jetzt nicht ganz so stark, aber wird man sicherlich immer auch sinnvoll finden. Das ist sicherlich wieder der Punkt, lässt sich das Allgemeine auch erfassen. Ja, es ist ja schön und gut, wenn Sie etwas sehr Allgemeines mit dem konkreten Unterrichtsgegenstand auch etwas sehr Allgemeines lehren wollen. Aber das Allgemeine, was Sie mit diesem konkreten Unterrichtsgegenstand verknüpfen wollen, das muss ja dann auch bei den Lernenden ankommen. Und natürlich auch das die Frage, ist das wirklich sinnvoll und notwendig, dass die Lernenden das überhaupt erwerben? Ist es, gehört es In gewisser Weise gehört es zur Allgemeinbildung oder nicht. So, wir kommen jetzt zu einem anderen lerntheoretischen Ansatz, Berliner Didaktik. Eben hatten wir Göttingen. Das war der Ansatz der Göttinger Schule. Jetzt dieser Ansatz geht vom Wie und nicht vom Was aus. Also, Sie sehen schon, was ich eingangs gesagt habe. Man sollte diese nicht einen dieser Ansätze in Reinkultur fahren, sondern sich von allen sinnvoll inspirieren lassen. Hier natürlich dann die Rahmenbedingungen, die soziokulturellen und andere sehen wir uns dann gleich nochmal an, die nur erstmal gesammelt. Und sehen wir uns gleich auch nochmal an, hier nur erstmal gesammelt aufgeführt. So, was wird hier verstanden unter soziokulturellen Bedingungsfeldern? Ja, auch hier wieder eine gewisse Doppelung mit Sachen, die wir in Kapitel 1 hatten. Die Situation in der Klasse. Bei Informatik ist natürlich die Ausstattung im Computerraum sehr wichtig. Solche Sachen, die nicht direkt mit der Schule zu tun haben, zum Beispiel ja, Verkehrssituation, welche Anfahrtswege die Schülerinnen und Schüler haben, Lärmbelästigung. Ich hatte das Beispiel mit der Feuerwehr, mit der Feuerwache direkt neben meiner eigenen weiterführenden Schule genannt.
Auch diese Dinge, Kommunikationsweisen, das Milieu der einzelnen Schülerinnen und Schüler, auch ihr Milieu, aus dem sie kommen und so weiter. Und auch solche Dinge, die noch dazu kommen, die vielleicht jetzt in der Informatik nicht nur punktuell wichtig sind, aber sicherlich auch dazu gehören. So, jetzt der zweite Punkt, anthropologisch-psychologische Bedingungsfelder. Da müssen wir einerseits die Lernenden uns anschauen, andererseits die Lehrenden. Was die Lernenden angeht, ja, eben wie fähig sie sind, auch welche Haltung sie haben dazu. Null-Bock-Haltung, nicht? Gut, da sind wir aber schon bei der Lernbereitschaft. Also es ist nicht ganz disjunkt, diese beiden Punkte. Und auf der anderen Seite, auf der lehrenden Seite bei Ihnen also, ja, was Ihre Fähigkeit ist, was Ihre Können sind. Und auch hier die Lehrbereitschaft, ja. Es soll ja auch Lehrkräfte geben, die ebenfalls, wie so einige Schülerinnen und Schüler, eine gewisse Null-Bock-Haltung haben. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, den man berücksichtigen muss. So, was haben Sie so alles zu entscheiden? Warum lehren Sie das und das? Was lehren Sie? Wie gehen Sie vor? Didaktische Analyse. Womit gehen Sie vor? Mit welchen Medien? Also ob mit Arbeitsblättern oder direkt am Computer mit einem entsprechenden Computerprogramm und so weiter. Gut, inwieweit das hier dann eine Rolle spielt, beziehungsweise inwieweit man das zu einer Entscheidung machen kann. Ja? Diese ersten Punkte sind ja tatsächlich Entscheidungen, die Sie als Lehrkraft zu fällen haben. Dieser letzte Punkt, der dann ebenfalls noch in dem Buch aufgezählt ist, kann man sich die Frage stellen, ob das eigentlich überhaupt noch in diese Aufzählung hineinpasst. Ist aber sicherlich gut, diesen Punkt im Auge zu haben, nämlich, dass auf der einen Seite diese soziokulturellen und anthropologisch-psychologischen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf den Unterricht haben, auf den Lernvorgang, aber der Lernvorgang wiederum zurückwirkt auf diese Rahmenbedingungen. So, ein weiterer Ansatz, neben zwei Ansätzen, die jeweils nach einer Stadt benannt sind. Kybernetischer Ansatz, das hatten wir schon im Zusammenhang mit Behaviorismus, wo man sich in gewisser Weise vorstellt, die Lernenden sind so Thermostate, die man einstellt oder so wird, also da, wo man Stellgrößen einstellen kann. Und die Lernenden, deren Kenntnisse, deren Fähigkeiten, deren Verhalten ist die Regelgröße, die man regeln muss. Das andere, was wir eben hatten, diese einzelnen Rahmenbedingungen sind dann sozusagen die Störgrößen und Sie sind der Regler. Und das Stellglied, mit dem Sie die Regelgröße beeinflussen unter Berücksichtigung der Störgrößen, ist halt das, was eigentlich Ihre Aufgabe ist, Lehr- und Lernprozesse. Messfühler wäre eigentlich auch noch ein Punkt bei Kybernetik, eben beispielsweise beim Thermostat, das Thermometer. Und ich würde mal vermuten, dass der Lernerfolg als Messfehler damit gemeint ist. Was anderes würde mir nicht einfallen, was hier gemeint sein könnte. So, wir sehen hier, dass aber auch die Methodik wieder im Vordergrund steht. Und natürlich, ich glaube, da werden Sie mir zustimmen, ist das eine sehr mechanistische Vorstellung. So, ein weiterer Ansatz, ein weiterer grundlegender bildungstheoretischer Ansatz, kommunikative Didaktik. Was heißt das? Inhalte, die aber weitgehend durch das Curriculum festgelegt sind. Und zum Zweiten Beziehung, das Verhältnis zwischen Ihnen und den Lernenden steht im Vordergrund. Und ja, das Ziel soll beispielsweise im Programmieren ja auch sein, am Anfang müssen Sie die Schülerinnen und Schüler sehr stark bei der Hand nehmen, zumindest einige. Und so nach und nach können Sie die Schülerinnen und Schüler ein bisschen mehr Freiraum geben, bis hin zu Projektunterricht, wo die Schülerinnen und Schüler ja eigentlich sehr viel Freiraum haben sollten. Gut, noch ein weiterer Sprung zum Herrn Hupfieser nochmal.
Was sind Lerninhalte? Ja, Wissenschaften. Ich meine, hinter jedem Schulfach steckt eine Wissenschaft, nicht? Hinter Sport steckt die Sportwissenschaft, hinter Mathematik steckt die Mathematik als Wissenschaft und hinter Deutsch die Germanistik und so weiter, sodass man das also so durchaus kategorisieren kann, dass es um einen Transfer von Wissenschaft an die Lernenden geht. Ja, also bei Mathematik zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wo die Wissen, also in den ersten Jahren bis tief hinein in die Mittelstufe und oder sogar bis in die Oberstufe geht es ja mehr ums Rechnen und weniger um Mathematik als Wissenschaft. Das heißt also, diese Sichtweise ist schon bei der Mathematik nicht so hundertprozentig passend. Aber denken Sie zum Beispiel an Deutsch, dass dann ab einer gewissen Stufe, wo man davon ausgeht, dass die Schülerinnen und Schüler Rechtschreibung und das alles beherrschen, dass es dann doch eher in den wissenschaftlichen Bereich geht, dass die Grammatik wissenschaftlich betrachtet wird, reflektiert, Begriffsbildung und so weiter, und dass man dann in die Literaturwissenschaft kommt. Ja, das ist das Zweite. Da kommen wir wieder zur Mathematik zurück, wo ich eben gesagt habe, der erste Punkt, Wissenschaft, Transfer von Wissenschaft, passt auf die Mathematik jetzt bis in die Oberstufe hinein nicht so ganz, aber dieser zweite Punkt passt dann natürlich umso besser. Und dieser Punkt passt natürlich insbesondere auch auf die Informatik sehr gut. Handlungsfähigkeiten, auf ein konkretes Ergebnis zielende Handlungsfähigkeiten. Ja, also dass sie halt Programmieraufgaben lösen können, nicht? Zum Beispiel. Also nicht einfach nur in dem Sinne, schreiben Sie eine Vorschleife mit Zählvariable i vom Typ int, die von 0 bis n gehen soll und so weiter, sondern das Programmieraufgabe in dem Sinne von mindestens von schreiben Sie eine Methode, die ein Array bekommt, eine Methode, ein Array von int bekommt und das Maximum als Rückgabewert zurückliefert. Mit Beispielen einen größeren Sachwissensbereich erschließen. Ja, letztendlich sind Lernen halt in gewisser Weise sicherlich immer Beispiele. Einsicht in den Erkenntnisprozess ist etwas Wichtiges, was zum Beispiel, denken Sie an die experimentell arbeitenden Naturwissenschaften in der Schule. Ich denke da zum Beispiel an die Physik, wo es ja in den Experimenten nicht nur darum geht, irgendwelche Behauptungen der Lehrkraft zu bestätigen oder zu widerlegen, sondern wo man dann auch hoffentlich eingeübt wird darin, wie man eigentlich in experimenteller Physik so vorgeht. Wie man in experimenteller Physik und dann daraus abgeleitet dann mathematisch zur Erkenntnis gelangt. Auch die Relativität wissenschaftlicher Kenntnisbildung einsehen. Da sind wir wahrscheinlich in der Informatik nur punktuell wieder betroffen. Menschlichen Erkenntnis überhaupt einsehen. Gut, das finden Sie in der theoretischen Informatik teilweise. Denken Sie beispielsweise an Berechenbarkeit, dass nicht jede Aufgabe, nicht jede Programmieraufgabe, nicht für jede Programmieraufgabe, die man stellen kann, kann es überhaupt einem Programm geben, was diese Programmieraufgabe löst? Gut, Prinzipien didaktischen Handelns, Motivierung, klar, Erzeugung von Motivation, die Erwartungshaltung der Schülerinnen und Schüler beachten, ist natürlich auch immer zweischneidig, weil oft genug wird man die Erwartungshaltung der Schülerinnen und Schüler überwinden müssen. Näher zum Erfahrungsbereich der Lernenden suchen, hatten wir immer wieder das Weltwissen, das Hintergrundwissen der Schülerinnen und Schüler Überraschungsmomente anbieten. Ich glaube, da sind wir nicht wirklich direkt beim Spaßfaktor, aber so Aha-Effekte anbieten, wo plötzlich, denken Sie wieder an Experimente in der Physik, wo plötzlich ein ganz anderes Ergebnis rauskommt als gedacht. Oder was ich zum Beispiel gerne gemacht habe, immer bei der Einführung von Rekursion. Eine Rekursion, die haben wir, glaube ich, auch gesehen in Kapitel 3.
die nichts anderes tut, als von der Zahl n in jedem rekursiven Aufruf 1 runterzuzählen bis zur 0 und vor dem rekursiven Aufruf und nach dem rekursiven Aufruf immer die Zahl n auszugeben. Wenn ich also mit 5 die Methode aufrufe, dann wird ausgegeben 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und für Leute, die sich noch nicht klar gemacht haben, wie das Ganze mit dem Call-Stack funktioniert, ja, wenn ich das noch nicht eingeführt habe, vorneweg ist das ein starker Aha-Effekt bis hin zu Zitaten wie der Rechner ist kaputt. Kann ja gar nicht sein. Aber dann, wenn man mit dem Call-Stack arbeitet, dann, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich innerhalb des Computers, dann kann man da tatsächlich nach meiner Erfahrung gutes Verständnis für Rekursion dann erreichen. Keine überhöhten Erwartungen wecken, klar. Möglichst intrinsisch, nur in unbedingt nötigen Fällen extrinsisch motivieren, naja, gut. Sie wissen, dass die intrinsische Motivation von Leuten im Pubertätsalter nicht unbedingt immer da zu finden ist, wo wir sie gerne haben möchten. Freude am Tun vermitteln, da als Informatik, das ist sicherlich bei Informatik, da bieten sich besonders gute Möglichkeiten an, viel mehr als in vielen anderen Bereichen. Spontane Interessen berücksichtigen, ja, ist natürlich immer schwierig in einer größeren Gruppe. Wenn jeder jetzt spontane Interessen entwickelt, dann geht alles so ein bisschen auseinander und ein bisschen durcheinander. Muss man gucken, wie weit man das hinkriegen kann. Entscheidungssituationen schaffen, wo die Schülerinnen und Schüler sich entscheiden müssen. Ja, das ist in der Informatik natürlich immer so. Wenn die Leute jetzt irgendwas programmieren müssen und es ist nicht einfach, es ist ein ernsthafter Transfer, also nicht einfach nur der Lehrer, die Lehrkraft macht etwas vor, der Roboter geht 5 Schritte vorwärts und die Schülerinnen und Schüler sollen den Roboter jetzt 10 Schritte vorwärts gehen lassen statt 5. Da ist natürlich keine Entscheidung zu fällen. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann sind Entscheidungen zu fällen, ob jetzt eine Wahlschleife oder eine Vorschleife geeignet ist und so weiter. Was kann so mit der Motivation so alles passieren? Ja, zum Beispiel, wenn Nachfragen gestellt werden, nur zum Zwecke der Prüfung. Ja, am besten noch, wenn es nur um Noten geht. Oder wenn sie sehr dominierend und vielleicht sogar intolerant auftreten, dass sie Gedanken von Schülerinnen und Schülern gar nicht aufgreifen. So nach dem Motto, ich weiß, wo es lang geht, folgt mir alle. Oder es ist nicht immer vermeidbar, weil sie auch ein gewisses Pensum zu schaffen haben. Und das schaffen sie nicht, wenn sie beliebig viel auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingehen. Das hatten wir auch schon mal mehrfach bei anderen Autoren und Autorinnen, dauerhaft über- oder unterfordern. Anschaulichkeit ist natürlich immer etwas, dass sie, dafür arbeiten wir mit solchen Sachen wie mit Robotern in der Informatik. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ein Schüler, eine Schülerin sich immer wieder bemüht und der Lernerfolg sich nicht einstellen will oder die Noten immer schlecht bleiben und so weiter, dann sinkt die Motivation massiv ab. Wenn immer wieder dasselbe gemacht wird, wenn immer wieder dasselbe Schema angewandt wird, führt das natürlich nicht zu einer Erhöhung der Motivation. Aber auch andere Rahmenbedingungen wie diese führen dazu, dass die Motivation nachlässt. Die sollte man nicht unterschätzen. So, es ist heutzutage üblich, das mit so einem Akronym in ein Modell zu packen. Will ich hier ein Modell dazu nennen. ARCS, ARCS, A wie Attention, Aufmerksamkeit, R wie Relevance oder auch Deutsch hat Relevanz natürlich, dass erkennbar ist, wofür das Ganze gut sein soll. Confidence, also dass die Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen haben, ausreichendes Selbstvertrauen haben, dass sie zwar
motivieren, stark herausgefordert werden, aber nicht durch mangelnde Erreichbarkeit wiederum demotiviert werden. Satisfaction, Genugtuung, ja, Erfolg, nicht? Befriedigung, dass man hinterher stolz aus der Unterrichtseinheit herausgehen kann. Kreativitätsförderung. Kreativität ist in Informatik sehr, sehr wichtig. Sie müssen, so wie Sie, so, letztendlich ist jede Transferaufgabe eine kreative Aufgabe, nicht? In der Mathematik haben Sie manchmal Kreativität, brauchen Sie manchmal Kreativität, zum Beispiel beim Umformen von Gleichungen oder beim Finden einer Stammfunktion, während beispielsweise das Finden einer Ableitungsfunktion eigentlich keine Kreativität erfordern sollte. Ja, beim Programmieren zumindest und alles, was im weitesten Sinne Programmieren ist, werden Sie immer Kreativität auch dazu brauchen. Und so, dass das sicherlich etwas ist, worauf man achten sollte, die Kreativität zu fördern. Und Kreativität ist natürlich immer etwas Aktives, nichts Passives. Zum Beispiel mit den Möglichkeiten, die wir schon im Kapitel 1 hatten. Sowas ist natürlich nicht kreativitätsfördernd, wenn Sie da eine Dreiviertelstunde lang einen Vortrag halten. Partiell brauchen wir da schon Ordnungsstrukturen. Also es darf nicht alles bis ins Kleinste durchorganisiert und durchgeplant sein, sonst das erstickt natürlich jede Kreativität. Ein gewisser Bereich, in dem sich Kreativität entfalten kann, ist notwendig. Freies Klima, versteht sich. Die Kreativität ist ganz schnell wieder zu Ende, wenn Sie oder auch wenn Mitschüler und Mitschülerinnen irgendwelche kreativen, aber vielleicht nicht so ganz korrekten Beiträge negativ aufnehmen. Ja, da müssen Sie natürlich auch immer darauf achten, dass die anderen Schüler und Schülerinnen da nicht ein Problem werden, nicht die Kreativität hemmen. Gut, diesen Punkt hatten wir auch schon mehrfach bei verschiedenen Autoren und Autorinnen. Schauen wir uns das hier nochmal etwas genauer an. Logische Strukturierung, ja, Kausalität zum Beispiel, funktionale Zusammenhänge, also A wird abgebildet auf B, kausale Abhängigkeiten aus A folgt B, Gedankenketten. Ich überlege mir erst A, dann überlege ich mir daraufhin B und daraufhin überlege ich mir C und so weiter. Das ist natürlich eine wichtige Form der Strukturierung vom Problem zum Programm. Erlebnisgebundene Strukturierung, ja, zum Beispiel, dass Sie mit einer GUI beginnen und zum Beispiel auch da kleine Elemente in die GUI selber auf der Programmierebene einfügen. Zweckgerichtete Strukturierung, ein Programm von Anwendungsfällen her, beispielsweise verstehen und so weiter. Ich glaube, diese Punkte brauchen wir nicht weiter durchgehen. Die verstehen sich alle von selbst. Übung, das Gelernte durch Wiederholung festigen. Ja? Wir kämpfen immer wieder hart darum, wann immer wir eine Novellierung der Informatikstudiengänge haben, kämpfen wir immer wieder hart darum, dass die im ersten Studienjahr, dass die verbindlichen Hausübungen drin bleiben, weil sie nicht dem Geist an der TU Darmstadt entsprechen. Deshalb müssen wir immer wieder darum kämpfen, weil wir einfach wissen, dass das absolut notwendig ist. Informatik ist eine Studienrichtung, die weltweit relativ oder sehr viel mehr als andere praxisnah gelehrt wird. Ja, das, was Sie im ersten Fachsemester lernen, das qualifiziert Sie schon für sehr viele interessante Jobs. Und da ist es natürlich noch wichtiger als bei Studienrichtungen, die eher ein bisschen wissenschaftlich nicht so praxisnah sind, dass immer wieder geübt, geübt, geübt wird. Ja, Transferaufgaben in dem Sinne sind hier natürlich noch eine Stufe weiter. Was haben wir von Übungen und was haben wir und wie sollten Übungen aussehen?
Also, was gibt es für Atemübungen? Und der Autor schreibt, führt hier auch wieder Fachbegriffe ein. Abonnierte Übung, sofortige Einübung eines Lernschrittes. Ja, die Lehrkraft zeigt vorne, wie man 5 Schritte mit dem Roboter vorwärts geht und da Vorschleife mit, die 5-mal durchlaufen wird und fordert sie jetzt auf, diese Vorschleife in 10 Schritte zu ändern oder mit einer Vorschleife und alternativ mit 2 Vorschleifen, so je 5 und dann nochmal mit 2 Vorschleifen, einmal mit 4 Durchläufen, einmal mit 6 Durchläufen und so weiter. Das würde ich als so eine abonnierte Übung ansehen. Spätere Einübung zur Festigung, Hausaufgabe, regelmäßige Übungstermine, ein Schritt weiter, dass man also die Übungen nicht nur als Hausaufgabe den Schülerinnen und Schülern überlässt, sondern dass man dafür extra Termine anberaumt oder eben, dass man die Übungen in anderen Lernformen, wie zum Beispiel Referat, dann halt drin hat. Anforderungen an sinnvolle Übungen? Ja, natürlich, wir sind wieder bei der Motivierung. Es sollte der Sinn klar sein von dem Ganzen. Der weitere Zusammenhang einbettbar sein in das Hintergrundwissen, was die Schülerinnen und Schüler bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Schulfach gelernt haben und natürlich auch Einordnung in das Weltwissen, soweit das möglich ist. Assoziationsmöglichkeiten wissen wir gut, dass es im Langzeitgedächtnis bleibt. Möglichst viele Sinne ansprechen, ja. Gut, in der Chemie und in der Biologie können Sie beispielsweise auch den olfaktorischen Sinn und den Geruchssinn oder den Geschmackssinn auch ansprechen. Das wird in der Informatik vielleicht nicht so im Vordergrund stehen. Positive Begleitumstände, auch hier beim Thema Üben kann man gar nicht oft genug betonen, positive Begleitumstände. Veranschaulichung natürlich, Erzeugung von Assoziationen durch Veranschaulichung. Ja, denken Sie an die Roboter wieder. Wir haben alle Vorstellungen von Robotern in unseren Köpfen, wo sich sicherlich, auch wenn die Roboter in Fobot sehr, sehr abstrakt sind, wo sich sicherlich Assoziationen entwickeln lassen. Die immanenten Strukturen, denken Sie an Mental Maps oder so etwas. Ja, Visualisierungen denken Sie an Flussdiagramme. In der FOP finden Sie, ich glaube, in Kapitel 01b, Flussdiagramme von If-Verzweigung, While-Schleife, Do-While-Schleife, For-Schleife, mit Break, Continue und so weiter, sodass man dann nochmal durch diese Veranschaulichung in Flussdiagrammen die immanenten Strukturen nochmal sehr lebendig vor Augen haben kann. Grundarten von Veranschaulichung, ja, versinnbildlichen, klar, beobachten. Also versinnbildlichen ist das, was Sie sicherlich im Klassenraum oder im Computerraum am häufigsten machen. Beobachten, auch Filme zeigen oder so etwas. Gut. Selbsterfahrung sammeln ist sicherlich auch, also im veranschaulichen Bereich ist sicherlich auch eine Form von Veranschaulichung. Ja, Erfolgssicherung. Wie schon mehrfach gesagt, ist etwas, was sehr häufig unterschätzt wird, was sehr häufig zu sehr links liegen gelassen wird von angehenden Lehrkräften, was aber immer wichtig ist, auch bei Aufgaben, auch bei Übungen und dementsprechend auch immer wieder Fragen dazu zu stellen und auf Antwort bestehen. Und wenn keine Antwort kommt, dann ist das eben auch eine Antwort, die zu einer entsprechenden Note führt. Mündliche Beiträge der Lernenden, also dass die Lernenden sich freiwillig, im Gegensatz zum ersten Punkt, sich freiwillig melden dürfen. Die Ergebnisse von Hausaufgaben, dass sie die mal einsammeln und sich mal angucken oder so etwas. Natürlich auch solche Ergebnisse und nicht zuletzt die schriftlichen oder auch mündlichen Prüfungen. So, Variabilität und Flexibilität, ein Prinzip didaktischen Handelns. Vermeidung von Langeweile hatten wir schon mehrfach. Wenn methodisch immer alles gleich läuft, dann sinkt die Motivation, weil es einfach langweilig wird. Auch, dass sie unterschiedliche Leistungsbereiche ermöglichen, dass manche Leute li lieber gern visuell etwas aufnehmen, andere Leute eher durch Zuhören oder so etwas.
dass sie auch damit dann keinen Lerntyp bevorzugen, dass Leute, die lieber visuell arbeiten, bevorzugt werden, wenn sie immer sehr stark visuell arbeiten und solche Sachen. Natürlich hat das seine Grenzen. Informatik ist ein hochgradig textuell, visuell basiertes Fach. Sie kommen mit audiellen Mitteln, mit gesprochener Sprache kommen sie nicht allzu weit. Also sie können das natürlich nicht, diese Variabilität und Flexibilität nicht beliebig hier erreichen. Was variieren Sie? Die Lernmethoden, von denen wir etliche im Kapitel 1 kennengelernt haben, Unterrichtsmethoden, die Medien auch, da können Sie sicherlich auch in Informatik so einiges machen, dass Sie mal zwischendurch auch ein Video mal zeigen oder so etwas, auch wenn es immer auf dem Computer ist. Ja, auch Ihre Sprache, dass Sie mal ein bisschen, auch dass Sie ein bisschen Ihre Sprache modulieren, Entschuldigung, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Mit Sprechpausen und ohne Sprechpausen, dass sie ein bisschen gestikulieren, mal und mal auch nicht, mal einfach dastehen und so weiter. Sollte natürlich nicht unnatürlich rüberkommen, versteht sich. Gut, die Unterrichtsmethoden hatten wir schon mal. Differenzierung. Hier haben wir natürlich wieder die Binnendifferenzierung, die Problematik, dass verschiedene Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, sehr unterschiedlich leistungsfähig, lernfähig sind. Man kann es, wenn die Schulleitung da mitspielt, natürlich mit getrennt unterrichtenden Gruppen versuchen oder wenn es wirklich ganz getrennt ist, verschiedene Kurse, denken Sie an Grundkurs, Leistungskurs etwa in der Oberstufe. Das wäre sicherlich ein Beispiel für äußere Differenzierung. Oder eben, wo Sie diese Möglichkeit nicht haben, meistens haben Sie die ja nicht, dass Sie das innerhalb der Klasse dann versuchen zu machen, soweit es sinnvoll ist. So, noch zur inneren Differenzierung zu sagen ist, dass Sie dann den Schülern und Schülerinnen, das hatten wir schon intensiv betrachtet, dass Sie ein Mindestziel formulieren, das von allen erreicht werden muss, komme was da wolle, und dass Sie dann aber noch ein bisschen Spielereien sozusagen in der Hinterhand haben für diejenigen, die schneller sind, die sich sonst langweilen würden. Also das dementsprechend unterschiedliche Lernziele. Hier wird das lateinisch genannt, Fundamentum, das Mindestziel, Additum, diese zusätzlichen Spielereien, wie ich sie eben genannt habe. Organisationsform muss passen natürlich. Also Frontalunterricht passt irgendwie schlecht mit innerer Differenzierung zusammen. Oder höchstens, dass die einen Frontalunterricht haben und die anderen schon in Stillarbeit irgendwas weitermachen. Das ginge vielleicht noch. Hier werden Wiederholungs- und Besinnungsphasen genannt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nicht erkannt, welches Ziel diese Wiederholungs- und Besinnungsphasen bei innerer Differenzierung haben sollen. Muss ich hier offen stehen lassen, weil ich mir das selber auch nicht zusammenreimen konnte. Geeignete Medien natürlich, auch hier wieder. Gut, Informatik bietet sich an, dass alles immer am Computer stattfindet. Angepasster Zeitumfang, klar. So. Damit sind wir durch mit Kapitel 4 und sind damit durch auch mit dem gesamten Stoff, auch mit dem gesamten Prüfungsstoff von Fachdidaktik 1 der Informatik. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie in dieser Lehrveranstaltung mitwirken, dass Sie diese Lehrveranstaltung belegen, auch bei denen natürlich, die Sie als Pflicht belegen, und möchte damit dann diese Vorlesungsreihe hier mit dieser Vorlesung schließen. Auf Wiedersehen und dann bis zu den weiteren individuellen Terminen.